allem an, was sie haben. Doch nicht das! Wir zwei, Dina! Wir schaffen das! Fürs Husband! Oh Gott! So! Oi. Hä? Moment! Was ist hier los? Ey, ne? Verdammt! Ich wollte ihn doch noch retten! Munition auffüllen! Verdammt nochmal! Wegen euch ist jemand gestorben, den ich nicht kenne! Oh! Ah, das geht immer so scheiß auf die Ohren! Eieiei! Ach du Scheiße! Wie, das jetzt auch noch? Oh Gott, was war das? Zur Hölle! Wo denn? Komm raus! Alle Mann, Waffen runter! Oh, okay. Waffen runter! Okay, sie okay. Sich. Es ist vorbei! Es ist vorbei! Oh, Gott sei Dank! Pearson, das haben sie gut gemacht. Und ich auch. Natürlich. Brücke erobert. Corporal Howard. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Es ist verdammt viel mehr fällig als das. Kommt schon her! Wir haben gerade Geschichte geschrieben. Als Gast über den Rhein. Was guckst du, Soldatscha? Wir wissen von einem Gefangenenlager in der Nähe. Davis hat angeordnet, auf Autorisierung für einen Einsatz zu warten. Aber Sie wissen ja, was wir von solchen Befehlen halten. Verstanden, Sergeant. Okay. Er hat wieder Selbstvertrauen gefunden. Er hat den ersten Brückenkopf am Rhein errichtet. Jetzt rollt unser Konvoi ins Herz von Deutschland. Das heißt, der Krieg wäre so gut wie gewonnen. Nicht für mich. Erst wenn ich Sergeant gefunden habe. So schaut's aus. Ladebildschirm. Nachdem wir die Brücke bei unserer Ostmission verlassen hatten, durchsuchten wir die Lager auf dem Weg. Ich dachte, ich wüsste schon, wie Grausamkeit aussieht. Ich wusste gar nichts. Aber eins ist sicher. Ich werde diesen Anblick nie vergessen. Die Überlebenden sagten, man hätte die anderen Kriegsgefangenen, zu denen auch Sassmann gehörte, in ein kleineres Lager 3 Stunden östlich gebracht. Ich konnte nur hoffen, dass er noch lebte. Hoffentlich lebt er noch. Das Letzte. Das sieht mir nach Arbeitslager aus. Oh wei. Sassmann, bist du hier irgendwo, bitte? Na los. Moment, gibt's hier irgendwo? Ich finde, hier sieht's verlassen aus. Oh. Sassmann? Susi! Sussmann? Oh Gott. Brennt. Wir müssen gerade weg sein. Da drüben ist eine Baracke. Denn, sehen Sie sich das mit zwei Zahlen Yellow? Wir machen. Okay. Na, dann komm mit. Oh Gott, bitte nicht. Ich will nicht meinen besten Freund verlieren. Na komm, wir gucken mal rein. Oder auch nicht. Du machst anscheinend auf, weil ich darf nicht. Nee, oder? Oh Gott. Das waren unsere Leute. Hol die Kamera raus. Die Welt muss es erfahren. Oh
Gott, bitte lass nicht Sussman dabei sein. Sie mussten dahin vegetieren wie Tiere. Wie es aussieht, gab es hier nichts als Prügel, Knochenarbeit und Hungerration. Oh Gott. Was denn? Was denn? Oh oh. Die Nazis haben unsere Leute kaltblütig ermordet. Kein Feuer der Welt macht das ungeschehen. Ich schätze, hier wurde ein Exempel stattfinden. Oh, bitte, Sussman. Bitte, Sussman. Du bist doch mein bester Freund. Ich kann doch nicht leben ohne dich. Nein, bitte nicht. Daniels, das müssen Sie sehen. Die Spur führt zu den Feldern, da wurden Sie hingetrieben. Dann ist das unser Ziel. Erwarten Sie nicht zu viel, Corporal. Es war ein Versprechen an Sassi. Wir finden ihn. Ob wir Leben finden, ist was anderes. Sergeant, ich gehe vor. Sussman! Es ist wie ein Teufelskreis. Was ich getan habe, was ich hätte tun sollen. Als ob mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet hat. Wir müssen nach Hause, kleiner Bruder. Ist dort im Schnee gestorben. Hä? Und nur weil ich nicht. Verdammt. Ich komme, Sussman. Du wirst nicht sterben, Bruder. Nicht jetzt. Nicht heute. Moment mal. Der Bruder ist tot? Aber hat er uns nicht mit dem Auto. War er das nicht? In der letzten Folge? Aber. Jetzt bin ich total blemblem im Kopf. Was ist denn jetzt kaputt? Das kapiere ich jetzt überhaupt nicht. Sussman! Sussman! Bitte! Sussman! Sussman, Versteck spielen ist jetzt keine gute Idee. Überhaupt nicht. Was? Okay, da scheinen die irgendwo zu sein. Ich sehe keinen. Wehe, Sussman ist nicht da. Fertig. Es ist vorbei. Ich träume wohl. Was ist geschehen? Ich dachte, wir bleiben zurück. Und ich sterbe hier ganz allein. Hier, trink. Schön langsam. Du hast immer auf mich aufgepasst. Und irgendwie auch heute. Es gibt nämlich nur eins, was dich auf dem langen Marsch antreibt. Und das sind die Brüder, die bei dir sind. Die Geschichte rief, und sie folgten. Von überall her zum Kampf für Frieden und die Freiheit. Ich danke ihnen. Und die Welt dankt ihnen. Und wo immer sie auch sein werden,
Sie gehören für immer zu einer Bruderschaft von Helden. Ja, das war's, Freunde. Sussman wollte, dass du den kriegst. Ja, du brauchst ihn mehr als ich. Wegen Junior. Hast du kein Vertrauen? Ja, das wird schon. Gentlemen. Queens! Der verlorene Sohn kehrt heim! Und, kommst du zurecht? Ich gehe nochmal zu Sussman. Sergeant? Kehren Sie jetzt heim? Ich bin daheim. Wollen Sie nicht auch bleiben? Ich vermisse Texas schon viel zu lang. Alles Gute, Bauernjunge. Danke. Und wenn mein Sohn fragt, wo ich war, sage ich war bei der Ersten. Und dem irren Bastard Pierce. Hm. Gar kein Ausdruck. Falls du mal nach Chicago kommst. Sehr gerne. Oder vielleicht überrasche ich dich zuerst in Longview. Du wärst willkommen. Weißt du, als sie uns mitnahmen, raubten sie uns nicht nur die Freiheit. Auch wenn wir zusammen waren, waren wir doch allein. Es ging uns nur ums Überleben. Aber du hättest als Held heimfahren können. Warum bist du es nicht? Ich sah dieses Leben. Ich konnte es nicht. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Der Traum war anders letzte Nacht. Diesmal kamen wir nach Hause. Zusammen. Ich höre immer noch die Wölfe, Paul. Manchmal sehe ich sie sogar. Du brachtest mir bei, sie abzuwehren. Darum gehört das dir. Weil ich durch dein Opfer lernte, dass ein Held alles riskiert für seinen Bruder. Und für mich bist du beides. Geschafft. Und das war's, meine Lieben. Wir haben es geschafft. Oh, Sussman ist gerettet. Das Baby ist da. Kleiner Sohnemann. Ach, wie herrlich. Und ich wette, er hat ihn Paul genannt. Da wette ich drauf. Er hätte bestimmt Paul genannt. Oh. Gut, Sussman sah am Ende ein bisschen, ne, noch gesundheitlich noch so ein bisschen am Boden aus, aber er wird auf jeden Fall wieder gesund. So habe ich es jedenfalls jetzt in den Videos verstanden, dass er keine bleibenden Schäden davongetragen hat, Gott sei Dank. Außer seelisch natürlich, aber wer hat das zu den Kriegszeiten bitte nicht? Ja, Gott sei Dank, alles gerettet. Pearson ist wieder halbwegs normal im Kopf. Jedenfalls so, wie man es nimmt. Wir haben die Story durch. Und es war Gott sei Dank ein Happy End. Ja. Abgesehen das mit dem Bruder. Ich kapiere das immer noch nicht. War das jetzt nur eine Halluzination in der letzten Folge, dass er den zu seiner Frau gefahren hat oder was? Hat er sich den nur eingebildet oder wie? Ich dachte, der hätte ihn gefahren. Also irgendwie stehe ich da doch immer noch so ein bisschen auf dem Schlauch. Aber spätestens, wenn die Folge draußen ist und ich sie dann selber vielleicht nochmal sehe, werde ich vielleicht dahinter kommen, was das jetzt für einen Sinn hatte. Aber ich denke mal, da er tot ist, der Bruder, wird es ja wohl so sein, dass er sich den irgendwie nur eingebildet hat im Auto. Dass er zwar im Geiste immer bei ihm war, aber halt in Wirklichkeit schon tot, ne? Dass er durch die Verletzung von dem Wolfsangriff eben gestorben ist im Schnee. Aber er hat es wieder gut gemacht durch die Rettung von seinem besten Freund, den er ja auch mittlerweile seinen Bruder nennt. Ja, ich
weiß nicht, lasse ich das jetzt noch durchlaufen? Mal gucken. Musik ist ja schon an sich ganz gut, ne? Das kennen wir ja. Das lief die ganze Zeit durch, in den ganzen Kampagnen. Boah, was könnte ich denn sonst noch so erzählen? Ja, also das Ende fand ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr treffend. Das war auf jeden Fall krass. Es war jetzt halt sehr viel Video, aber es ist fürs Ende ja natürlich eigentlich auch irgendwo erklärlich. Jo. Also ich würde das schon gern durchlaufen lassen. Nebenbei noch ein bisschen blubbern. Ich weiß leider nur nicht worüber. Über Gott und die Welt. Der Krieg ist vorbei. Am besten wäre es ja gewesen, wenn der Krieg gar nicht erst entstanden wäre, aber... Tja, es ist nun mal die Geschichte. Dagegen kann man nichts machen. Dagegen kann man leider wirklich nichts machen. Wir können nur hoffen, dass wir irgendwie irgendwann mal endlich mal in der Lage sind, daraus zu lernen, dass immer diese Kriegsführerei im Endeffekt einfach nur der größte Schwachsinn ist, den man eigentlich machen kann. Weil im Endeffekt gehen nur jede Menge Menschenleben verloren und geholfen ist dadurch auch kein. Und das ist sowieso meiner Meinung nach nur, weil sich paar höhere Positionen von zwei verschiedenen Ländern oder mehreren verschiedenen Ländern, wie man das halt nimmt, wie es halt so ist, nur weil die nicht immer einer Meinung sind, heißt es doch noch lange nicht, dass wir hier gleich hier mit Atombomben hier durch die ganze Welt ballern müssen. Damit ist uns auch nicht geholfen, aber naja, was soll man dazu sagen? Man kann viel drüber meckern, aber im Endeffekt lernen tut der Mensch draus sowieso nicht, weil im Endeffekt sind wir nun mal in der Hinsicht einfach unbelehrbar, habe ich so das Gefühl. Es wird immer irgendwelche Gründe geben. Wird immer irgendwie was in der Hinsicht sein. Aber jetzt genug mit dem Gelaber. Ich habe von sowas sowieso keine Ahnung. Oh, jetzt habe ich voll wieder ins Mikrofon gepustet beim Gackern. Das sollte ich vielleicht mal lassen. Das mache ich immer unbewusst, immer wenn ich lache und ich habe das Mikrofon so ein bisschen... Man kann das Mikrofon bei mir hier biegen am Headset. Und ich biege das, weil ich manchmal Angst habe, dass ich nicht laut genug bin, biege ich das so ein bisschen hier vor meinem Mund. Aber wenn ich dann lache oder sowas, dann kommt immer dieses ekelhafte Rauschgeräuschen. Hier dieses... Genau das. Und dann muss ich das immer so ein bisschen unterdrücken. Oder ich muss das Mikrofon wieder an die Seite biegen, aber dann habe ich wieder Angst, dass ich nicht laut genug bin. Obwohl ich das eigentlich immer bis zum Anschlag aufdrehe hier, aber... Na gut. Das ist die Technik. Dagegen kann man nichts auch... Kann man genauso wenig machen. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Aber die letzten paar Aufnahmen scheinen sehr gut funktioniert zu haben. Funktioniert zu haben? War das richtig so? Ach, ist egal. Ist doch wurscht, was erzähle ich denn hier eigentlich für Kack? Ja. Was gibt's denn noch so zu erzählen? Ich fand die Frau sehr hübsch. Die fand ich auch sehr hübsch, die Frau von Daniels. Die hat mich auch an irgendwen erinnert. Das Gesicht kam mir bekannt vor. Ich weiß aber nicht, wo ich sie hinstecken soll. Ich habe das Gesicht auf jeden Fall schon mal gesehen. Hätte irgendeine Schauspielerin oder so, keine Ahnung. Ich weiß aber noch nicht, wo ich die hinstecken soll. Ich komme auch noch irgendwie drauf. Falls es einer von euch weiß, schreibt mir das mal bitte. Unten in die Kommentare rein. Ich bin die ganze Zeit am Grübeln, seit ich die letzte Folge das erste Mal gesehen habe. Da bin ich die ganze Zeit am Grübeln. Die kenne ich irgendwoher. Aber ich weiß nur noch nicht woher. Aus irgendeinem bekannten Film oder irgendeiner Serie habe ich die auf jeden Fall schon oft gesehen. Ich weiß aber gerade nicht wohin mit der Frau. Tja, jedenfalls das Spiel an sich. Storymäßig auf jeden Fall sehr gelungen, muss ich sagen. Vom Spiel her an, dafür, dass ich noch nie... Ne, ich kann ja dazu eh nicht besonders viel sagen, da es ja wirklich das erste Mal ist, dass ich wirklich so ein Shooter-Game... durchgespielt habe. Ja, was soll ich dazu als blutiger Anfänger großartig sagen? Ich habe ja überwiegend aus Versehen auf meine Mitmenschen mehr geballert als auf die Gegner. Weil ich konnte die manchmal echt nicht unterscheiden. Die sahen für mich, irgendwann sahen die für mich alle gleich aus und habe ich einfach drauf losgeschossen in der Hoffnung, dass ich das Richtige treffe. Aber wie ihr ja gesehen habt, war es meistens nicht der Fall, dass es die Richtigen waren. Aber an sich war auch gar nicht mal so schlechtes Spiel.
Ist halt nur manchmal ein bisschen ärgerlich gewesen, dass es mit der Aufnahme nicht so richtig hingehauen hat oder so. Aber na gut. Dafür kann ja das Spiel an sich nichts. Ne? Das ist ja... Dafür kann das Spiel an sich ja überhaupt nichts. Also würde ich jetzt halt sagen, das Spiel an sich ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Ist aber jetzt so eine Sache von Shooter-Games allgemein. Werde ich wahrscheinlich nicht mehr so oft spielen. Weil es ist einfach nicht so... die Geschichte an sich, ja, die war genial. Die hätte man besser nicht machen können, meiner Meinung nach. Aber die Art und Weise mit diesen Shooter-Games, ich komme damit einfach nicht so wirklich zurecht. Ich bin da nicht so wirklich eins mit geworden. War auf jeden Fall interessant, das mal zu spielen. Das hat mir schon Spaß gemacht, aber das heißt jetzt noch lange nicht, dass ich das jetzt dauerhaft jetzt nur noch Shooter-Games spiele. Da bin ich dann doch eher so eine mit Sandbox oder halt allgemein Rollenspiele oder irgendwie sowas oder Horror-Games. Das ist dann doch eher so meins. Ja. Oh, jetzt habe ich den vergessen, den Text zu lesen. Na gut, ich verstehe eh kein Wort. Bin eh zu dumm zum Übersetzen. Eieiei. Tja. Das war's da wohl. Seit ich ein Gewehr halten konnte, wollte ich wie du sein, Paul. Du hast mir gezeigt, dass es darum geht, für den Freund neben dir zu kämpfen. Und wenn du Glück hast, überlebst du mit einer intakten Seele. Das ist, ja, mit einer intakten Seele. Das ist eben die Frage. Überleben kann man durchaus, aber ob die Seele dann so intakt bleibt nach so einer Geschichte, das ist immer so, na gut. Das wage ich in den meisten Fällen zu bezweifeln. Ich will's ehrlich gesagt gar nicht wirklich wissen, wie sich sowas anfühlt. Ich will's gar nicht wissen. Weil das ist, glaube ich, so grauenhaft, sowas mitzuerleben. Das muss so grauenhaft sein, da kann doch nur ein Schaden fürs Leben bleiben. Aber gut, genug geblubbert. Die Folge ist eigentlich schon viel zu lang. Ich weiß jetzt echt nicht, hau ich das als eine Folge raus oder mache ich zwei draus. Es kann durchaus sein, dass ich zwei draus gemacht habe. Ihr werdet es ja gemerkt haben, wenn das so ist. Oh. So, jetzt höre ich aber auf mit Blubbern. Reicht jetzt erstmal. Jetzt gehe ich hier erstmal auf Fortfahren. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich denke mal, kommt nur das Hauptmenü. Ja, ist halt nur das Menü. Ja, wir haben alles durch. Wir haben es geschafft. Ah, Gott sei Dank. Ja, da würde ich mal so sagen. Doch, ich denke mal, ich werde das vielleicht in zwei kürzere Folgen schneiden. Ich bin mir aber noch nicht so sicher. Das überlege ich gerade. Wir sind gerade, also ich bin gerade in der Aufnahme bei 47 Minuten. Ist für eine Folge ja doch ein bisschen lang. Finde ich. Weil es gibt ja, es gibt ja halt Menschen, die sich sowas halt zwar gern angucken, aber halt so extrem lange Folgen am Stück halt dann eher doch nicht so. Die wollen dann doch lieber so 20, 30 Minuten immer so im Schnitt haben und alles, was so über 40 Minuten ist, ist halt vielen Leuten schon wieder zu lang. Ne, es ist halt immer so eine Sache. Gut. Aber ich will euch damit gar nicht hier stundenlang jetzt noch weiter volllabern, sonst würden wir hier irgendwann mal bald 2 Stunden. Genug erzählt. Jetzt habe ich wieder meinen Blubber-Effekt. Weil ich ja jetzt in dieser Folge, beziehungsweise in dieser Aufnahme nicht so viel erzählen konnte. Es war ja sehr viel Video mit dabei. Und jetzt kommt wieder das Blubberwasser. So. Halt jetzt die Schnauze, Mädchen. Jetzt beendest du die Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Projekt wieder dabei, was auch immer das sein wird. Ich überlege mir schon was. Ja. Hoffentlich hat es euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.